Wir möchten eine Blechträgerbrücke für unsere neue H0E-Anlage und das im Eigenbau. Während der erste Entwurf relativ schnell im Müll landet, geben wir nicht auf und konstruieren und lasern fleißig weiter. Nach dem Zusammenbau der zweiten Brücke und der Montage auf der Anlage kommt der große Test. Stürzt sie ein oder hält sie? Willkommen bei der MOBA Manufaktur. Als indirektes Vorbild dient die Brücke der Waldviertler Schmalspurbahn über die Leinsitz in Gmünd. Eine typische Blechträgerbrücke. Wir brauchen diese an der Brückenstrecke im linken Anlagensegment als Überführung des Sägewerkgleisanschlusses. Es ist wichtig, hier eine maßgeschneiderte Brücke zu verwenden. Ist sie zu lang, sieht es dämlich aus. Ist sie zu kurz, bekommen wir ein Problem bei der Durchfahrt. Nach diversen Recherchen zur Konstruktion starten wir im Creality Falcon Design Space. Diese Software kommt kostenlos mit unserem Lasercutter und bietet alles, was wir für so eine Umsetzung brauchen. Mit gutem Vorstellungsvermögen und der einen oder anderen Modellbrücke zum Abschauen kommen wir relativ schnell zu einem ersten Entwurf. Diesen Entwurf schneiden wir mal aus 2 mm dickem MDF. So sollte die Brücke stabil genug sein, um auf lange Sicht die Züge zu tragen und sich nicht durchzuhängen. Wahrscheinlich wäre es auch dünner gegangen, da H0E ja nicht so schwer ist. Geschnitten wird mit unserem Lasercutter von Creality, dem Falcon A1. Wir sehen hier die gelaserten Teile vom ersten Entwurf. Leider ist ein Anfängerfehler passiert. Wir haben nicht mit genug Leistung geschnitten, weshalb wir nicht überall durch das Material gekommen sind. Trotzdem bauen wir die Brücke als Prototyp mal zusammen. Der Zusammenbau ist typisch Lasercut. Wir nutzen Leim zum Verkleben der Teile, den wir per Zahnstocher dünn auftragen. Nach dem Zusammenbau sehen wir auf der Anlage, ob unsere Brücke grundsätzlich funktioniert. Danach landet sie aber leider im Müll. Unser Lasercutter und Gravierer ist der Creality Falcon A1, ein Gerät, welches perfekt für Anfänger geeignet ist. Es kommt im sauberen Gehäuse mit Lüfter, Kamera zur Materialerkennung und Positionierung. Ein weiterer Riesenvorteil, die kostenlose Software mit vielen Community-Vorlagen, der Falcon Design Space. Vor einem halben Jahr haben wir bei Null mit diesem 10-Watt Laser angefangen und als erstes Projekt das moderne Tunnelportal umgesetzt. Für Ladegut lasern wir inzwischen die Tragegestelle, fertigen Gebäude und mehr. Abseits der Modelleisenbahn machen wir auch mal Geschenke zu besonderen Anlässen, wie die Kutsche zum 70. Geburtstag unserer Oma.
Am Prototypen haben wir gut gesehen, wo wir nachbessern müssen. Zum Beispiel brauchen wir für die Holzplanken noch Aufliegeträger, verbessern die Geländerstützen und splitten alles auf zwei unterschiedliche Materialstärken, damit die Brücke an sich etwas filigraner wird. Wir stellen euch die SVG-Daten als kostenlosen Download zur Verfügung. Infos dazu in der Videobeschreibung. Hat auch jemand Interesse an einer H0-Version der Brücke? Wenn ja, bitte Info in die Kommentare. Dann skalieren wir es noch für die H0-Schienenbreite und stellen es euch ebenfalls zur Verfügung. Die nächste Lasercut-Runde ist wieder auf 2 mm MDF. Der erste Layer bzw. Durchgang erstellt die Gravuren. Diese sollen die Stahlträgeroptik mehr betonen. Beim Zuschnitt der Teile haben wir uns diesmal für etwas weniger Schnittleistung entschieden, dafür schneidet der Laser alles zweimal. Dies führt zu einem tollen, hochpräzisen Ergebnis. Die filigraneren Teile haben wir insgesamt dreimal ausgeschnitten. Einmal auf 1 mm dicker Graupappe, auf 1 mm dickem Birkensperrholz und aus 0,5 mm dickem Papier eines alten Kalenders. Für die Holzplanken passt natürlich das Birkensperrholz am besten. Wir sind wieder bei der Montage angekommen. Es ist einfach beeindruckend, wie hochpräzise sich die Teile ineinander stecken lassen. Theoretisch würde das Ganze auch ohne Leim halten. Da die Brücke aber den Vibrationen der Züge ausgesetzt ist, gehen wir schon auf Nummer sicher. Wir versuchen sehr sparsam mit dem Leim umzugehen, sodass beim Zusammenstecken nicht wieder zu viel Leim rausgedrückt wird. Wenn's mal zu viel ist, wird es sauber weggewischt. So arbeiten wir uns Teil für Teil vorwärts, bis wir zu den Trittblechen kommen. Da verwenden wir Paketbänder aus Kunststoff
und schneiden diese im Winkelcutter zurecht. Sieht super toll nach Riffelblech aus. Die Alterung der Brücke machen wir später. Die Entscheidung ist noch nicht getroffen, ob diese verwittert und rostig sein soll oder eher neu und frisch instand gesetzt. Trotzdem bekommt sie jetzt zur Versiegelung eine erste, sehr dünne Lackschicht mit grauem Acrylspray verpasst. So können die Teile nicht mehr direkt Feuchtigkeit ziehen. Die Holzplanken bekommen einen Anstrich mit echter Holzlasur. Nun kommt die Brücke auf die Anlage. Wir demontieren in dem Bereich das Gleis, schneiden nach dem Anzeichnen die Gleistrasse und setzen mal provisorisch die Brückenlager. Auch haben wir uns dazu entschieden, schon mit Trittschalldämmung eine Betonmauer zu erstellen und das Gelände drumherum mal mit einer Grasmatte zu bekleben. Dies ist nur für euch zur Veranschaulichung. Deshalb nur sehr provisorisch umgesetzt und wird später wieder weggerissen. Nun die alles entscheidende Testfahrt. Haben wir Einsturzgefahr? Wird die Brücke das Gewicht des Zuges halten? Natürlich hält sie. Und wir finden, die Brücke ist uns auch sehr gut gelungen. Sagt uns doch mal, wie ihr das seht. Würdet ihr auch so einen aufwendigen Eigenbau in Betracht ziehen, um ein Unikat auf der Anlage zu haben? Oder kauft ihr doch lieber Fertigware im Handel?
Bitte das Video unbedingt liken, hypen und teilen. Auch solltet ihr ein kostenloses Abo dalassen, wenn ihr keine spannenden Videos von uns mehr verpassen wollt. Nur so bekommt ihr lückenlos den Bau unserer H0E-Anlage mit. Danke und bis zum nächsten Mal, Hans von der Moba-Manufaktur.